Yes. Also wer könnte das machen? Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Nachwuchsspiel in Hessen-Kassel. 450 Zuschauer ist die offizielle Zuschauerzahl. Herzlich willkommen in Hessen-Kassel, Wolfsburg-Eschborn. Und wie immer die Frage nach dem Statement zum Spiel zum Gästen. Ja, bevor dass ich zum Spiel komme, erstmal guten Abend. Erst möchte ich nochmal hier offiziell Sandro zum Fußballlehrer gratulieren. Ich weiß, das ist eine harte Zeit, sowieso, wenn man eine Mannschaft betreut. Ja. Und es ist sicherlich nicht so einfach. Also dir, Sandro, alles Gute für die Zukunft. Ja, zum Spiel. Es war wie immer hier das erwartet schwere Spiel. Und sowieso nachdem, dass Eschborn Groß-Asbach geschlagen hat, dass Eschborn eben in die Unterregion für die Tabelle steht, haben wir gewusst, es wird sicherlich. Wenn Sie hier auf eine Mannschaft treffen, die alles in die Waagschale wirft, um die Punkte hier zu behalten. Und wir kamen schwer ins Spiel rein, waren in der ersten Minute überhaupt nicht zufrieden, wir bekamen die zweiten Bälle nicht. Dann einmal war eine Situation, war Christopher Nguyen durch und ja, kommen da aber nicht zum Abschluss, das war Glück für uns gewesen. Und ja, dann gehen wir 0-0 in die Pause, kurz vor der Pause, ja, sage ich mal, haben wir uns der Standardsituation im Spiel zurückgekämpft und auch dann mit dem Kopfball an den Pfosten von Matthias Rahn, da hatten wir ein bisschen mehr Sicherheit, aber trotzdem mit unserer Spielanlage war ich in den ersten 45 Minuten nicht so zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir das angesprochen, wir haben betont, dass wir die Flügel spielen wollen, immer wieder Spielverlagerung. Ich habe gesagt, bring die Flanken rein, weil klar, die Italiener da hinten drin, wenn die Bälle frontal reinkommen, ist es einfach zu verteidigen. Die Bälle im Rücken der Abwehr sind schwerer zu verteidigen und so sind wir natürlich dann auch einzeln in Führung gegangen. Bruno Meier, super Flanke und Enogede da mit Kopfball. Und dann danach haben wir es allerdings versäumt, um mehr Ruhe ins Spiel zu kriegen, danach zu liegen, das 2-0 zu machen. Also unserer Sicht haben dann nochmal den Lattenschuss. Dann nochmal kurz vor Schluss das Riesending von Gabi Gallus und dann noch Predigt auf Merle, man vielleicht schon selbst machen kann. Und Sie wissen ja, aber das ist so ein Fußball, da waren nur 2-3 Minuten zu spielen, das war Spielzeit. Da kann so ein Ding immer mal nochmal verrutschen. Aber die Mannschaft hat sich dann auch kämpferisch gefunden, hat alles in die Waagschale geworfen. Von unserer Sicht, von uns war das auch ein sehr wichtiges Spiel. Und dann denke ich doch, aufgrund der zweiten Halbzeit waren wir auch der verdiente Sieger, auch wenn das Spiel hart gekämpft. Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche wegen der Fußballerwende. Ja, Uwe hat schon gesagt, es war von Anfang an ein sehr umkämpftes Spiel, wo wir gut drin waren. Wir hatten dann 2-3 Halbchancen im Verlauf der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr kritisches Glück das Tor machen können. Hatten ansonsten gegen den Ball gut verteidigt, haben die Spieler rausgewinnen und fast gar keine Torchancen zugelassen in der ersten Halbzeit. Und Hessen-Kassel war gefährlich durch ihre Standards, das wussten wir vor dem Spiel. Und gehen dann, glaube ich, verdientermaßen dann auch im Halbzeitstand von 0-0 in die Pause. Ja, zweite Halbzeit dann einmal unachtsam gewesen bei der Flanke von Bobo Meier, im Zentrum für eine, glaube ich, Überzahl und dann liegen dann immer als hinten. Ich glaube, dass dann uns heute gefehlt hat, im ganzen Spiel über 90 Minuten, so in den letzten 30, 40 Meter vom Spielfeld im Angriffsdrittel da ruhig und sauber durchzuspielen, da hatten wir heute einige technische Fehler, wo wir, wenn wir mal gut, eine gute Raumaufteilung hatten, ja, dann Ballversprung, schlechte Ballannahme und das war heute dann für das Offensivspiel war das dann heute ja, zu wenig. Das muss man dann so sagen. Kein Vorteil erzielen konnten für die Torchancen und zu arbeiten konnten in der zweiten Halbzeit. War dann, ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann eine Torchance hatten, vielleicht war es so ein zeitlicher Freistoß von Pascal noch. Ein, zwei Aktionen, aber aus dem Spiel heraus hat uns heute einfach so im letzten Drittel dann die Sauberkeit im Passspiel gefehlt. Und dementsprechend ist es ärgerlich für uns, weil mit mehr Konsequenz dann im Offensivspiel kannst du auch irgendwas holen. So. Haben wir leider verpasst, da nachzulegen. Das gute Gefühl, was wir am Samstag hatten, fühlt sich jetzt nicht so toll an. Trotz allem haben wir am Samstag die nächste Aufgabe und können die Situation schon wieder verbessern für uns. Und wir dir mit deiner Mannschaft wünsche ich viel Erfolg im Aufstiegsspiel.